In dieser Polizeistation in Dessau geschah vor 5 Jahren etwas, das der Westafrikaner Mamadou Diallo bis heute nicht fassen kann. Sein Bruder Uri, ein Asylbewerber, verbrannte in der Zelle Nummer 5 bei lebendigem Leibe. Zum Todestag haben Fremde Kerzen und Blumen niedergelegt. Der Fall Uri Diallo ist einer der größten Skandale der deutschen Polizeigeschichte und bis heute unaufgeklärt. Mamadou hofft auf Wahrheit. Endlich. Wie? Warum? Mamadou Diallo ist nach Dessau gereist, 5000 Kilometer von der Heimat entfernt. Sie sollen uns die Wahrheit sagen, genau sagen, was passiert ist. Die Schuldigen müssen angeklagt und verurteilt werden, wie es das Gesetz will. Die Familie und die Freunde leiden bis heute. Sie sind krank, sie wollen Gerechtigkeit. Es geht nicht nur um Uri, sondern auch um sie. Sie warten auf die Wahrheit. Was sich im Keller der Polizeistation abspielte, konnte auch in einem langen Prozess gegen die diensthabenden Beamten nicht aufgeklärt werden. Sie wurden freigesprochen. Uri Diallo war 36 Jahre alt, als er im Gewahrsam der Polizei starb. Versuch einer Rekonstruktion. 7. Januar 2005, Dessau, Turmstraße, gegen 8 Uhr morgens. Einige Frauen säuberten im Auftrag der Stadt die Straße vor einer Gaststätte. Ein Mann, offensichtlich stark betrunken, kam zufällig vorbei, redete auf sie ein, wollte mit deren Handy telefonieren. Die Frauen fühlten sich gestört. Sie verständigten die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten wollten die Identität des Mannes feststellen. Doch dieser wehrte sich energisch. Sie nahmen ihn fest. Dieses Dokument hatte er dabei. Es wies ihn als abgelehnten Asylbewerber aus, der aber noch geduldet war. Sein Name Uri Diallo. Aber es gab ein Problem. Das Geburtsjahr war nicht lesbar. Die Polizisten brachten ihn auf das Revier. Ein Routinefall, so schien es. Der 21-Jährige ist am heutigen Vormittag durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen worden, nachdem er im Stadtgebiet von Dessau mehrere Frauen belästigt hat und nachdem die hinzugerufene Polizei seine Personalien feststellen wollte, ist er aggressiv gegen diese Beamten vorgegangen und hat Widerstand geleistet. Aufgrund dessen ist er in Verhinderungsgewahrsam genommen worden. Die Beamten führen Uri Diallo in den Zellentrakt. Er wird durchsucht, ihm wird Blut entnommen. In der Zelle 5 fesselt man ihn an Händen und Füßen. Dann gerät der Routinefall außer Kontrolle. Gegen 12 Uhr mittags bricht plötzlich ein Feuer aus, in einer gefliesten Zelle. Etwa 20 Minuten später trifft die Feuerwehr ein. Sie macht eine grausige Entdeckung. Nachdem ich in den Keller also reingekommen bin, dieses eigentlichen Zellentrakt, sind wir also vor bis zur Wand und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und dort haben wir dann, wie gesagt, immer ein kleines, relativ kleines Feuer gesehen in Bodennähe. Und als wir dann, ich sag mal, vielleicht so 20 Zentimeter vor dem eigentlichen Feuer waren, hat man dann diesem Feuerschein dann Körperteile entdeckt, sodass wir dann gesehen haben, dass das eigentliche Brand nicht, wie wir ursprünglich vermutet hatten, irgendwelche Decken oder Matratzen waren, die da gebrannt hat, sondern eigentlich die Person selber. Der Tod in der Zelle. Ein schreckliches Unglück? Selbsttötung? Oder gar ein Mord? Was hatte sich hinter den Mauern abgespielt? Die Behörden hüllten sich über die Details lange in Schweigen. Sie informierten die Öffentlichkeit nur unter Druck, scheibchenweise. In Dessau und Umgebung leben einige hundert afrikanische Flüchtlinge.
Die Nachricht von dem Tod eines der Ihren ausgerechnet im Polizeirevier verbreitete Angst und Schrecken. Sie trafen sich in einem kleinen Telefonladen in der Innenstadt, einem der wenigen Orte, wo sie sich zu Hause fühlen. Sie versuchten, alle Freunde zu erreichen. Nur einer meldete sich nicht. Bald hatten sie Gewissheit. Der Tote war ihr Freund Uri. Dieses Foto haben wir hier in Dessau gemacht, ganz in der Nähe vom Stadtpark. Immer wenn ich mir dieses Bild anschaue, vermisse ich Uri. Ich vermisse einen Freund, einen Bruder. Von uns dreien hier sind nur zwei geblieben. Einer ist gestorben. In den Händen der Polizei. Selbst im Gefängnis sind wir hier nicht sicher. Und das ausgerechnet in Deutschland, einem demokratischen Land, das so entwickelt ist. Er traut sich nicht, sein Gesicht zu zeigen. Er erzählt, dass im Stadtpark von Dessau Rechtsradikale vor ein paar Jahren einen Mosambikaner erschlagen haben, Alberto Adriano. Und jetzt der Tod von Uri Jalloh. Wir haben das Gefühl, hier in Dessau stimmt etwas nicht. Wir wollen endlich die Wahrheit wissen, den Grund für seinen Tod. Nur wenige Dessauer haben Kontakt zu den Afrikanern, wissen etwas über deren Leben am Rande. Und die Flüchtlinge erleben ihr deutsches Umfeld oft als abweisend. Viele behandeln sie unterschiedslos als Drogenhändler, als Sozialschmarotzer. Seit dem Mord an Alberto Adriano im Stadtpark gibt es immer wieder Spannungen. Deutsche Bürger gegen Verlierer aus der Fremde. Um Misstrauen abzubauen, wurde ein Beratungszentrum eingerichtet. Marco Steckel ist dort Sozialarbeiter und erfuhr so vom Fall Uri Jalloh. Also ich habe dann angefangen zu recherchieren. Das war zunächst ein Gespräch bei der Polizei, wo ich die Fragen gestellt habe, war er fixiert, haben die Überwachungstechnik funktioniert und waren Dolmetscher mit dabei. Diese Fragen konnten sie mir nicht beantworten. Teilweise wurde sehr aggressiv auf meine Fragen reagiert, sodass ich weiter recherchiert habe und bin dann relativ schnell auf das Ergebnis gekommen, dass er fixiert war. Fixiert? Das heißt, an Händen und Füßen gefesselt und mit Handschellen an den Metallgriffen befestigt, die seitlich von der Matratze in Wand und Boden eingelassen sind. Uri Jalloh konnte sich nicht bewegen. Die Polizei rief die Feuerwehr herbei mit dem Auftrag, Brand im Zellentrakt, eine Person vermisst. Kein Wort über die Fixierung. Minutenlang durchsuchten die Feuerwehrleute den mit schwarzem Rauch gefüllten Gang. Ohne Ergebnis. Zum Schluss kehrten sie noch einmal in die Zelle 5 zurück. Wir hatten es eigentlich nicht erwartet, dass diese Person, ich sag mal, direkt am Fußboden fixiert war. Es war ja lediglich eine Matratze auf dem Fußboden. Und an dieser Matratze war ja ein Eisengestell, was also dort irgendwo eingelassen war, war die Person ja mit Hand und Fußfesseln fixiert. Das hatten wir eigentlich nicht so erwartet. Wie aber kam es zu einem Brand in der Zelle 5? Die Wände gekachelt. Ein Kurzschluss oder technischer Defekt? Ausgeschlossen. Später tauchte dann irgendwann in den Ermittlungen und der Präsentation dieser nochmal ein Feuerzeug auf. Und da wurde die Geschichte also immer verrückter. Es dauerte Wochen, bis Marco Steckel Auskunft von den Behörden bekam. Jedes neue Detail warf noch mehr Fragen auf. Und in Dessau machten Gerüchte die Runde. Die Freunde von Uri Jalloh fühlten sich besonders betroffen. Fast jeder hatte schon mal Polizeikontrollen erlebt. Daran hatten sie sich gewöhnt. Die Horrorvorstellung aber, verhaftet zu werden und danach nicht mehr lebendig wiederzukommen, nährte die wildesten Vermutungen. Manche Leute haben gedacht, bei dieser Festnahme, weil er sich gewehrt hat, der wollte nicht mitkommen. Da hat die Polizisten ein bisschen mit Gewalt umgegangen ist. Dann irgendwo haben sie ihn in eine empfindliche Ecke getroffen oder irgendwo im Körper. Und da ist er ums Leben gekommen. Das alles zu vertuschen, verfliegen sie in dem Feuer darunter. Gut,
Die Staatsanwaltschaft stand unter Druck, endlich eine plausible Erklärung für den Tod Uri Hallos zu liefern. Einen Monat nach dem Vorfall geht sie mit ihrer Version an die Öffentlichkeit. Sie geht davon aus, dass Uri Hallos sich selbst angezündet hat. Sie präsentiert ein Video, wie Uri Hallos ein Feuerzeug aus der Hosentasche gezogen haben könnte. Wir haben mit dem Video nur zeigen wollen, dass es Bewegungsmöglichkeit trotz der Fixierung gab, sodass also die theoretische Möglichkeit jedenfalls bestand, dass er selbst die Tötung veranlasst hat. Hintergrund waren diese Spekulationen, die aufgetreten waren, dass er aufgrund der Fixierung überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, ein Feuerzeug hervorzuholen, zu bedienen und sich anzuzünden. Die Version der Staatsanwaltschaft lässt viele Fragen offen. Die Matratze ist feuerfest ummantelt und lässt sich oberflächlich mit einem Feuerzeug nicht in Brand setzen. Es ist denkbar, dass, wie es in dem Video demonstriert worden ist, an einer Naht das Feuer angesetzt hat. Es ist aber auch denkbar, dass die Matratze beschädigt war. Und dass an solchen Beschädigungen dann das Feuer durch den Mantel ins Innere gelangt ist. Doch die Hypothese der Staatsanwaltschaft überzeugte nicht jeden. War Uri Hallos bei einem Blutalkoholgehalt von fast 3 Promille noch in der Lage, gezielt zu handeln? Und wie konnte das Feuerzeug in seine Hände gelangen? Er war zuvor vorschriftsmäßig kontrolliert worden. März 2005. Trauerfeier für Uri Hallos in Dessau. Freunde und Bekannte wollen ihm die letzte Ehre erweisen und den Leichnam aufgebahrt sehen. Und dann ein schrecklicher Moment, von dem nur diese Amateurbilder berichten. Als der Sarg geöffnet wird, löst der Anblick Schock und Tumult aus. Eine Glasscheibe wird eingeworfen. Das Misstrauen ist wieder da. Was konnten Gerichtsmediziner aus einer so stark verkohlten Leiche überhaupt noch herauslesen? Die Todesursache sieht das Gerichtsmedizinische Institut in einem sogenannten Hitzeschock, weil aufgrund der Flammenentwicklung sich Temperaturen bis zu 345 Grad Celsius nach 2,5 Minuten entwickelt haben. Das führt zu einem schlagartigen Atemstillstand und dem Herztod. Die Freunde von Uri schalteten Anwälte ein und veranlassten eine zweite Obduktion. Diese bestätigte die Todesursache. Aber bei der ersten Obduktion war etwas übersehen worden. Was die Obduktion des Leichnams angeht, da wurde von unserer Seite vorgeschlagen, dass auch eine Röntgenuntersuchung stattfindet, nur um auszuschließen, dass knöcherne Verletzungen bestehen am Schädel oder an den Gliedmaßen. Das fand die Staatsanwaltschaft nicht erforderlich. Wir haben dann selber ein Gutachten in Auftrag gegeben und bei diesem Gutachten hat sich ja festgestellt, dass der Herr Hallos einen Nasenbeinbruch hatte. Warum hatte man bei der ersten Obduktion auf Röntgenaufnahmen verzichtet? Wie kam es zu dem Nasenbeinbruch? Fragen, auf die die Staatsanwaltschaft keine Antworten lieferte. Dann wurden weitere brisante Ermittlungsergebnisse bekannt. Der Mitschnitt eines Telefonats tauchte auf. Es ist das Gespräch zwischen dem Dienstgruppenleiter Andreas S. und dem Arzt Dr. B., der Uri Hallos untersuchen soll. Aufgezeichnet am 7. Januar 2005, unmittelbar nach der Verhaftung. Polizei, wir bräuchten dich mal. Arzt, was hast du denn? Na, eine Blutabnahme. Na, dann mach ich das. Ja, piekste mal einen Schwarzafrikaner. Ach du Scheiße. Lachen. Na, bring doch eine Spezialkanüle mit. Mach ich.
Der Dienstgruppenleiter und der herbeigerufene Arzt kennen sich gut. Uri Jalloh wurde für gewahrsamstauglich erklärt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt Alkoholwerte von 2,68 Promille im Blut und 3,42 Promille im Urin hatte und ins Krankenhaus gehörte. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man eine Person, die sehr stark betrunken ist, in eine Zelle fesseln kann an allen vier Gliedmaßen, ohne die zu überwachen, also ohne die visuell zu überwachen. Weil es ist doch vollkommen naheliegend, dass so eine Person sich zum Beispiel erbricht und dann an dem Erbrochenen stirbt. Das ist was, das hört man nicht über eine akustische Überwachungsanlage. Also überhaupt diese ganze Handhabung im Polizeigewahrsam, deshalb ist mir nicht nachvollziehbar. Und ich muss sagen, das finde ich auch menschenverachtend. Dann auch noch zu sagen, man schützt die Leute vor sich selber und bringt sie damit um. Und noch ein zweiter Mitschnitt wurde öffentlich. Das Gespräch zwischen zwei weiteren Polizeibeamten unmittelbar nach dem Brand. Hat er sich aufgehangen oder was? Nee, da brennt's. Wieso? Weiß ich nicht. Die sind da runtergekommen, da war alles schwarzer Qualm. Ja, ich hätte fast gesagt, gut. Alles klar, schönes Wochenende. Ciao, ciao. Das zeigt vielleicht so ein bisschen was von dem Grundverständnis, mit dem die Polizeibeamten in dieser Situation sich verhalten haben. Das macht vielleicht auch klar, dass für einige Polizeibeamten ein Leben eines Asylbewerbers wie des Herrn Jalloh nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit dem Leben anderer Menschen. In Dessau verbrennt ein Asylbewerber. Ein Mensch wird zu einem Aktenzeichen. Über die Person Uri Jalloh wissen wir fast nichts. Warum kam er nach Deutschland? Sein Freund Mukhtar Bah reist 6 Monate nach dem Tod Uri Jallohs nach Afrika. Er hat die Rückführung des Leichnams organisiert. Jetzt will er die Familie besuchen. Conakry, die Hauptstadt von Guinea, einem kleinen Staat an der westafrikanischen Küste, gleich neben Sierra Leone. Guinea ist eins der ärmsten Länder der Welt. Der Weg zu Uris Mutter führt Mukhtar in das Hinterland. Die Familie ist immer wieder vor Kriegen geflüchtet. Die Eltern leben getrennt. Die Mutter wohnt zurückgezogen in einem kleinen Dorf, eine Tagesreise von der Hauptstadt entfernt. Hierher verirren sich selten Menschen aus der Hauptstadt, geschweige denn aus einem anderen Kontinent. 5000 Kilometer südlich von Dessau scheint die Zeit stehen geblieben. Die Menschen leben von dem wenigen, was ihnen die Natur gibt. Erst am nächsten Morgen erreicht Mukhtar Bah das Dorf. 4 Hütten, kein Strom. Für jedes Telefonat müssen die Menschen einige Stunden zu Fuß in die nächste Stadt. Hier lebt die Mutter von Uri Jalloh, Mariama Jambo Jalloh. Die Menschen können es nicht fassen, dass Uri in Deutschland gestorben ist. Ausgerechnet. Er war doch vor Krieg und Tod aus Afrika geflohen, ins sichere Europa. Deutschland gilt hier als Hort von Wohlstand, Recht und Ordnung. Der Krieg habe sie von ihrem Sohn getrennt, erzählt sie Mukhtar. Sie war froh, als sie erfuhr, dass Uri gut in Deutschland angekommen sei und sie ihm mitteilen konnte, dass sie selbst auch überlebt habe. Das war nicht ihr direkter Wunsch, dass man jetzt sagt, du schickst dein Kind in ein anderes Land. Weil dieser Schicksal gekommen ist, dass dieser Bürgerkrieg gekommen ist,
Deswegen ist er dort geflüchtet oder gegangen, anderes Leben zu finden, ein besseres Leben zu haben. Die kleine Hütte hat sie mit dem Geld gebaut, das ihr Uri geschickt hat. Mal waren es 10, mal 20 Euro im Monat. Viel Geld. Die Menschen verdienen hier etwa 300 Euro im Jahr. Sie zeigen Fotos und erzählen, dass Uri ein guter Schüler war und dass die Familie ihre Heimat im Nachbarland Sierra Leone verlassen musste. Abdulrahman ist mit Uri aufgewachsen und gemeinsam mit ihm vor dem Bürgerkrieg in Sierra Leone geflüchtet. Er erzählt, dass die Menschen sehr gelitten und sie selber alles verloren haben. Nur mit dem Leben kamen sie davon. Von 1991 bis 2002 wütete in Sierra Leone ein mörderischer Kampf um Diamanten, um die Kontrolle von Rohstoffen. Rebellen überfielen Städte und Dörfer und massakrierten wahllos Tausende von Menschen. Vielen wurden systematisch die Hände abgehackt. Dann verschwand Sierra Leone wieder aus den Schlagzeilen. Wir haben viel gelitten. Wir haben viele Tote gesehen. Viele von der Familie wurden getötet. Viele Freunde sind gestorben. Wir waren gerade in der Schule, lernten Englisch. Das wurde alles durch den Krieg zunichte gemacht. Abdul beneidete Uri, dass er es bis Europa geschafft hatte. Davon träumten viele. Sie haben mir meinen Sohn Uri getötet. Jetzt ist er tot und ich habe ihn nicht wiedergesehen. Das Grab von Uri Jalloh auf dem Friedhof in Conakry. Auf der Inschrift steht, dass er 1968 geboren ist. Er hatte sich in Deutschland jünger ausgegeben. Vielleicht in der Hoffnung, als Asylbewerber bessere Chancen zu haben. Ein Sohn, ein Flüchtling, ein Aktenzeichen. Im Mai 2005 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Sie ging weiterhin von einer Selbsttötung aus. Beschuldigte aber zwei Polizisten, sie sollen durch Unterlassen fahrlässig den Tod von Uri Jalloh verursacht haben. Hans-Ulrich M. soll bei der Durchsuchung ein Feuerzeug übersehen haben. Im Zentrum der Vorwürfe aber stand der Dienstgruppenleiter Andreas S. Der Staatsanwalt präsentierte das Minutenprotokoll eines entsetzlichen Sterbens. Um kurz vor 12 stellte der Dienstgruppenleiter, der über eine Wechselsprechanlage mit der Zelle akustisch verbunden war, diese Wechselsprechanlage leiser, weil aufgrund von Rufen, möglicherweise auch Bewegungen des Uri Jalloh, die Lautstärke in seinem Zimmer so war, dass er nicht telefonieren konnte. Heruntergedrehte Lautsprecher oben, unten verbrannte Uri Jalloh qualvoll auf der Matratze in Zelle Nummer 5. Noch am Abend des 7. Januar hatte die Polizistin Beate H. ausgesagt, dass der Dienstgruppenleiter die Wechselsprechanlage leiser stellte. Damit belastete sie ihn schwer. Auf Basis ihrer Aussage rekonstruierte die Staatsanwaltschaft den weiteren Verlauf. Zwischen 12.04 Uhr und 12.09 Uhr nahmen der Dienstgruppenleiter und seine Kollegin plätschernde Geräusche wahr aus der Zelle. Andreas S. verteidigte sich. Er habe damals gedacht, es handele sich bei diesem plätschernden Geräusch um einen Wasserrohrbruch. Doch Beate H. belastete ihn weiter. Zur gleichen Zeit schlug der Rauchmelder an. Der Dienstgruppenleiter stellte den Alarm ab. Nach dem Abstellen des Alarmknopfes hörten der Dienstgruppenleiter und die Kollegin erneut Rufe des Uri Jalloh
und eine Intensivierung des von Ihnen als plätscherndes Geräusch wahrgenommenen Feuers. Anschließend schlug der Rauchmelder erneut Alarm. Doch Andreas S. habe wieder den Alarm abgestellt, so Beate H. Sie habe ihn aufgefordert, endlich nachzusehen. Inzwischen war das Feuer stärker geworden. Aus der Wechselsprechanlage drangen intensive Geräusche. Dann schlug auch der Rauchmelder im Lüftungsschacht Alarm. Nunmehr, nachdem also auch der Lüftungsschalter Alarm geschlagen hatte, begab sich der Dienstgruppenleiter von seinem Zimmer aus in den Keller. Die Kollegin blieb im Zimmer des Dienstgruppenleiters und hörte über die Wechselsprechanlage nun erstmals den Ausruf des Ouri Diallo: Feuer. Beate H. hatte am Abend des 7. Januar mit Andreas S. im Dienstzimmer gesessen. Sie hatte alles mitbekommen. Das ist die zentrale Zeugin schlechthin. Die hat in ihrer ersten Vernehmung sehr detaillierte Angaben zum Ablauf gemacht. Sie hat zum Beispiel angegeben, dass der Dienstgruppenleiter den Rauchmelder ausgeschaltet hätte und nicht gleich losgegangen wäre. Doch dann eine überraschende Kehrtwende. Beate H. zog die schweren Vorwürfe gegen ihren Vorgesetzten weitgehend zurück und widersprach sich in wesentlichen Punkten. Diese zweite richterliche Vernehmung der Polizistin fand 2 Monate nach dem Vorfall statt. Diesmal waren noch andere Personen mit dabei. Diese Vernehmung fand im Beisein der Verteidiger der beiden Angeschuldigten und auch der Angeschuldigten selber statt. Das heißt, für die Beamte natürlich eine besonders problematische Situation, diese Belastung, die sie in der ersten Aussage getätigt hat, nun auch nochmal von Angesicht zu Angesicht mit ihren Kollegen wiederholen zu müssen. Und da war eben das Bemühen dieser Zeugen erkennbar, hier doch zu relativieren und teilweise zurückzurudern. Widersprüche bei der wichtigsten Zeugin. Doch es reicht für eine Anklage gegen Dienstgruppenleiter Andreas S. sowie den Beamten Hans-Ulrich M., der das Feuerzeug bei der Durchsuchung übersehen haben wollte. Ende März 2007. Mariama Djambo Diallo ist aus dem Dorf in Guinea nach Deutschland gekommen. Es ist die schwerste Fahrt ihres Lebens. Uris Freund Mukhtar und Bruder Mamadou unterstützen sie in dieser fremden Welt. Am Landgericht Dessau beginnt der lang erwartete Prozess gegen die 2 diensthabenden Beamten. Mehr als 2 Jahre nach dem Tod in der Zelle. Zum Auftakt ist der Besucherandrang groß. Der verbrannte Asylbewerber ist zur Symbolfigur einer Bewegung geworden. Ihre Frage: Ist die deutsche Polizei rassistisch? Soll hier ein Mord vertuscht werden? Wenn ich die Polizisten sehe, dann werde ich ihnen sagen, sie sollen mir erklären, warum sie ihn umgebracht haben, anstatt ihn nach Hause zu schicken, was mir recht gewesen wäre. Wenn Uri schlechte Sachen gemacht hätte, hätte man ihn zwar schlagen können, aber nicht verbrennen, töten. Nicht nur die Mutter glaubt an Mord. Dafür gibt es aber nach den bisherigen Ermittlungen keine Anhaltspunkte. Auch im Ausland hat der mysteriöse Tod viel Aufmerksamkeit erregt. Deshalb ist eine internationale Prozessbeobachterdelegation nach Dessau gereist. Ich habe noch nie von einer Person gehört, die gefesselt an Armen und Beinen verbrannt ist. Noch nie. Die Anklage gegen die Beamten lautet auf gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Doch sowohl Hans-Ulrich M. als auch Dienstgruppenleiter Andreas S. weisen jede Schuld am Tod Ouri Diallos von sich. Freispruch. Also wir gehen davon aus, das ist ein Unglück. Das ist ein tragisches Unglück. Und es mag auch sein, dass vom ersten Blick hin mein Mandant ein bisschen eine Schuld trifft. Aber wenn man ins Detail geht, muss man sehen, dass er eigentlich die Sache nicht verhindern konnte. Mit Spannung wird der Auftritt der Hauptzeugin erwartet. Beate H. relativiert ihre erste Aussage, versucht offenbar, ihren S. zu entlasten. Vor dem Richter sagt sie jetzt, dass alles zügig abgelaufen sei.
Andreas S. habe sich sofort nach dem ersten Alarmsignal des Rauchmelders zur Zelle begeben. Ihre ursprüngliche Aussage am Abend des Brandtages sei falsch protokolliert worden. Die Beamtin verwickelt sich in Widersprüche. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage eingeleitet, das übrigens bis heute läuft. Polizisten unter Druck. Vor Gericht rücken sie zusammen. Während einer Verhandlungspause plaudert einer der Angeklagten unbekümmert mit den Kollegen, die danach im Zeugenstand unter Eid aussagen sollen. Chorgeist. Und der Richter wirkt zunehmend überfordert. Die Beobachter sind fassungslos. Die Beamten stehen da und die versuchen einfach zu lügen und zu vertuschen. Und der Richter schreit laut, wir sind nicht in der Bananenrepublik hier und es gibt mal viele Widersprüche. 60 Prozesstage und immer sind Freunde des Toten dabei. Sie glauben an eine Verschwörung von Polizei und Justiz, an Mord. Der Prozess zieht sich hin. Mariama Djambojalo muss nach Guinea zurückkehren. Sie verabschiedet sich von Dessau mit einem Gebet, mit einem Ritual aus der Heimat. Sie vergießt Wasser an jenem Ort, wo ihr Sohn starb. Das Wasser soll ihm im Jenseits zugutekommen, Ruhe und Klarheit bringen. Und dann Urteilsverkündung am 8. Dezember 2008 in Dessau. Die Beamten Andreas S. und Hans-Ulrich M. werden freigesprochen. Die Beweise reichen für eine Verurteilung nicht aus. Tumult vor dem Gerichtssaal. Die innen- und ausländischen Reporter zeichnen die Empörung auf. Die Polizei hat ihn umgebracht, die Justiz hat die Polizei die Wahrheit gegeben, die arbeiten zusammen. Was kann man da machen? Richter Manfred Steinhoff blieb angesichts der Beweislage nur ein Freispruch übrig. Aber selbst er war frustriert über den Prozessausgang. Er warf der Polizei Schlamperei vor. Erschreckend seien die Falschaussagen der Beamten, die Aussagen seien bedenkenlos und grottendämlich. Das alles habe mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Ein schwarz-weißes Fußballturnier in Dessau. Die Freunde Uris organisieren Spendenaktionen, um die Anwälte zu bezahlen. Sie versuchen Vorurteile abzubauen, sprechen mit den Dessauern, verbreiten ihre Geschichte im Internet. Sie wollen die Revision. Wir wollten einfach mal dieser Publikum zeigen, dass Uri immer noch da ist. Ja? Sehr wichtig, wirklich. Dessau. Schauplatz eines Polizei- und Justizskandals, der auch den Anwälten keine Ruhe lässt. Es ist die Gesamtheit dieses Verfahrens, die Gesamtschau dieses Verfahrens, die so erschütternd gewesen ist. Und da komme ich zurück auf das, was wir hier mehrfach gesagt haben. Auch dieser Chorgeist bei der Polizei, diese Wagenburg-Mentalität, dieser Versuch der Polizei, das Verfahren zu steuern, auch das muss man sagen, von vornherein die Ermittlungen einseitig in bestimmte entlastende Wege zu streuen, all das in der Gesamtschau, das war erschütternd wahrzunehmen. Was wussten jene Polizisten, die am Morgen des 7. Januar 2005 den betrunkenen Asylbewerber Uri Jallo aufgriffen und in die Zelle sperrten? Der erste Prozess hinterließ mehr Fragen als Antworten. Die Liste der Ungereimtheiten ist lang. Man kann nennen beispielsweise die Tatsache, das wurde ja später festgestellt, Uri Jallo einen Nasenbeinbruch aufwies an diesem Tage. Es ist nicht geklärt, wie der zustande gekommen ist. Es gibt die Tatsache, dass Zeugen angegeben haben, es sei eine Flüssigkeitspfütze in dieser Zelle von Uri Jallo wenige kurze Zeit vor Ausbruch des Brandes wahrnehmbar gewesen. Was ist das eigentlich? Wo kommt die her? Das konnte nicht erklärt werden. Und eine der größten Ungereimtheiten, eine mysteriöse Zellenkontrolle. Eine halbe Stunde vor dem Brand waren offenbar unbekannte Personen bei Uri Jallo.
Dies hatte Beate H. angegeben. Sie habe das Geräusch des Zellenschlüssels gehört und ein Gespräch zwischen Kollegen und Uri Jalloh durch die Wechselsprechanlage. Anschließend sei Uri Jalloh aufgeregt gewesen. Wer war bei ihm? Es ist wirklich rätselhaft, dass diese Kontrolle, diese 11.30 Uhr Kontrolle, taucht in einer einzigen Zeugenaussage auf und dann nie mehr. Und dazu kommt, dass diese 11.30 Uhr Kontrolle nicht im Gewahrsamsbuch vermerkt ist. Es ist schon sehr erstaunlich und natürlich fragt man sich, was ist da passiert? Ermittler des Nachbarreviers kamen zur Spurensicherung in den Zellentrakt nach Auffinden der Leiche. Sie hatten eine Videokamera dabei und ein frisches Band. Wichtige Hinweise sollten so festgehalten werden. Die Liste der Ungereimtheiten lässt sich fortsetzen mit einem Videoband, welches in einer entscheidenden Situation, nämlich in dem Moment, wo die Kamera in die Zelle reingeschwenkt ist, dann plötzlich abbrach. Es wurde gesagt, da gab es einen technischen Fehler, ein technisches Problem. Das Band brach plötzlich ab. Im Zeugenstand sagte der Polizist, der die Aufnahmen gemacht hatte, später, er habe die weitere Arbeit mit den Videoaufnahmen nicht verfolgen können, da er am selben Tag wegen einer Allergie krankgeschrieben wurde und für 2 Monate nicht zum Dienst kam. Ein Mensch stirbt in Polizeigewahrsam. Danach Lücken in der Spurensicherung und bei den Zeugen eine kollektive Amnesie, wie die Anwälte sagen. Vergessen, verdrängen, vertuschen. In Guinea warten die Eltern Uri Jallohs vergeblich auf eine Entschädigung für den Verlust ihres ältesten Sohnes, der sie auch aus der Armut retten sollte, irgendwann. Wenn die Papiere in Deutschland nur gestimmt hätten und er endlich hätte arbeiten dürfen. In der Hauptstadt Conakry erzählt der Vater die Familiengeschichte. Eine Flucht- und Armutsgeschichte. Alles begann mit der Revolution. Als der Diktator Sékou Touré an die Macht kam, mussten wir nach Sierra Leone flüchten. Dort haben wir gelebt, bis der Bürgerkrieg ausbrach. Wieder mussten wir flüchten. Unsere Familie wurde getrennt. Ich ging nach Conakry und habe versucht, für meinen ältesten Sohn Uri die Flucht nach Europa zu organisieren. Ich selber konnte nicht weg, ich war schon zu krank. Ich hatte einen Unfall und hatte kein Geld. Die ganze Familie musste zusammenlegen, damit Uri nach Europa reisen konnte. Wir hatten gehofft, dass er mich einmal unterstützen wird und die Familie. Jetzt ist er vor mir gestorben, vor seinem alten, kranken Vater. In Deutschland ist der Feuertod des Asylbewerbers längst zum Symbol geworden. Für Fremdenfeindlichkeit, die bis in die staatlichen Institutionen hineinreicht. Muqtaba und die anderen Freunde haben internationale Experten eingeladen, den Fall unabhängig zu prüfen, mit neuen Gutachten und großer Öffentlichkeit. Das ist nicht allen recht in Dessau. Die haben mich beleidigt und die haben die Eltern von Uri Jalloh auch beleidigt. Die haben uns als Affen und Neger bezeichnet, wie die das immer machen und so. Bis die mich selbst angegriffen haben, wo ich Faust im Gesicht auch bekommen habe und sowas alles. 7. Januar 2010. Freunde der Familie und Menschenrechtler sind nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof gekommen. Sie hoffen, dass der Freispruch von Andreas S. aufgehoben wird. Die Richter zerpflücken das erste Urteil. Sie monieren: Es gebe wesentliche Lücken in der Beweisführung. Der Sachverhalt muss neu aufgeklärt werden. Fazit: Die Angehörigen haben das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Die Entscheidung des BGH: Der Prozess muss neu aufgerollt werden. Für die Freunde Uri Jallohs auch ein Erfolg ihrer Beharrlichkeit. Ja, eine Freude und eine große Erleichterung auch für mich. Ich glaube, ich muss auch nachher die Eltern anrufen. Und es ist eine große Erleichterung für uns. Fehlt mir die Sprache. Die Freude ist groß. Aber groß sind auch die Zweifel.
wird je zu klären sein, warum Uri Jalloh im Polizeigewahrsam verbrennen musste. Es begann wie ein Routinefall. Ein Betrunkener fällt auf, wird festgenommen, aufs Revier in der Wolfgangstraße in Dessau gebracht. Ab da gibt es viele Spekulationen darüber, was weiter im Keller geschah. Und ein neuer Prozess, diesmal vor dem Landgericht Magdeburg, muss offene Fragen klären. Wie kam es zum Nasenbeinbruch? Warum fehlte wichtiges Videomaterial der Spurensicherung? Was bedeutete die Flüssigkeit auf dem Zellenboden? Wer machte Kontrollgänge und wann? Vor allem aber, wie konnte Uri Jalloh in Brand geraten? Ist die Polizeithese von der Selbsttötung die einzig mögliche? Wird es neuen Ermittlern gelingen, das Schweigekartell der Dessauer Beamten aufzubrechen? Falsch verstandene Kollegialität. Ein Tabuthema vor deutschen Gerichten. Man muss sehr skeptisch sein, ob es in diesem Verfahren zu Verurteilungen von Polizeibeamten kommen wird. Die Statistik spricht ganz deutlich dagegen. Polizeibeamte werden wegen ihres Verhaltens im Dienst in Deutschland praktisch nie verurteilt. Das muss man so drastisch sagen. Im Telefonladen in Dessau gehen Sie die letzten 5 Jahre noch einmal durch. Keiner hier glaubt, dass das, was Uri passierte, bei einem Weißen möglich gewesen wäre. Auch nicht bei Türken, sagen Sie. Sie erleben täglich, wie Ihre Umgebung einen Unterschied macht zwischen den Menschen. Ja, wissen Sie, unsere Farbe ist, man sieht das gleich, ja. Zwischen, wenn man auf zwischen vielen Leuten stehen, Türken und dieser Deutschen sehen ein bisschen ähnlich aus. Aber wenn eine Schwarze zwischen viele Weißen da drin steht, der wirkt. Die Freunde sagen, Uri Jalloh ist 3-mal gestorben. Im Bürgerkrieg in Sierra Leone starb seine Jugend. Als Asylbewerber in Deutschland starb seine Zukunft. Und in einer Zelle in Dessau verlor er sein Leben. Seit 2 Jahren müssen wir alles geben, um dass wir für die Gerechtigkeit kämpfen müssen. Seit 2 Jahren müssen wir auch einige Unterdrücken akzeptieren, um irgendein Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel war das Aufklärung, Gerechtigkeit und Entschädigung an die Familie Uri Jalloh gegeben wird. Seit 2 Jahren waren wir immer auf den Straßen, hier in Dessau, anderswo in Deutschland, auch im Ausland, um aufzurufen, dass einer von unseren Brüdern wurde in Deutschland getötet, in die Polizeizelle. Heute sind wir auch, um das zu sagen. Heute sagen wir, Uri Jalloh ist gestorben, aber er lebt noch. Heute sagen wir, das Blut von Uri Jalloh wird nicht einfach so vergossen werden. Dass sein Blut ist unser Blut.